Ja, wir sind alarmiert worden mit dem Stichwort Baum auf Straße in die Hochdorfer Straße in Notzingen. Vor Ort haben wir festgestellt, dass ein größerer Ast von einem älteren Baum abgebrochen ist, auf im Verkehrsbereich liegen geblieben ist. Den haben wir abgeräumt. Wir sind mit einem Fahrzeug aus Notzingen und 6 Einsatzkräften vor Ort. Im weiteren Verlauf haben wir dann festgestellt, dass an dem Baum weitere Äste absturzgefährdet sind, und deshalb haben wir im Nachgang die Drehleiter der Feuerwehr Kirchheim hinzugezogen und sind im Moment mit diesen beiden Fahrzeugen vor Ort und entfernen hier noch die Äste, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Besonders war nur, dass es wohl eine kurze Sturmböe war, die eigentlich gar nicht richtig wahrnehmbar war, aber offensichtlich hier in Notzingen und auch in umliegenden Gemeinden einzelne altersschwache Bäume dieser Last der Böe nicht standgehalten haben. Also wir hätten eigentlich bei der Wetterlage nicht mit so einem Einsatz gerechnet. Ja, bei dem stürmischen Wetter, gerade jetzt auch, wenn die Bäume so großflächig behangen sind, so viele Blätter, so viel teilweise noch Früchte an den Bäumen hängen, und es kommt ein Wind auf, dann ist natürlich die Last auf den Ästen schon hoch. Das heißt, bei Sturm natürlich am besten im Gebäude bleiben, nicht in Bereichen aufhalten, wo absturzgefährdete Teile unterwegs sind, also unter Bäumen, auch unter älteren Häusern, die vielleicht nicht bewohnt sind, um die sich keiner kümmert. Also da sich fernhalten, um eben vor herabfallenden Gegenständen geschützt zu sein.